So, einfach mal weitermachen. Bist du bereit, Digga? Ich bin Stein. Na dann los. Ran. Ich hänge ja immer noch in der City fest. Also es bringt, glaube ich, hier nicht zu looten. Ich gucke jetzt noch einmal schnell diese blöden Garagen durch. Und dann würde ich quasi... Wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht. Nochmal an der Tankstelle gucken. Es ist echt vertrackt. Also das wären ja 100 Folgen. In der Scheiß City. Du hast Hunger. Warum? Hier war doch irgendwo dieser biologische Dildo. Sprich Gurke. War das hier drüben? Drüben. Haben wir eigentlich alles abgelegt soweit? Ja. Das war doch hier irgendwo. Irgendwo waren die Scheißfelder. Wir gucken mal. Ich stiere jetzt hier mal überall rein. Ob irgendwo so eine kleine Batterie vielleicht drin ist. Wäre der mal so ein ganz kleines bisschen. Ich hab dich doch genau gesehen. Ich muss jetzt wirklich pinkeln. Ich hab doch. Oh Gott. Was? Warum? Elfriede! Sag mal. Mach die einen auf Gratis. Und ich hab doch genau gesehen, wie da inner hinner das Haus gewackelt ist. Moment, ich schiff jetzt hier hinten in das Auto ran. Raus mit dem Lachs. Immer schön. Blase ist soweit leer. Ach stimmt, ich habe ja die Brechstange gefunden. Wenn hier endlich ein Airdrop wiederkommt, dann diesmal bitte Glück. Ich kläre jetzt erstmal das Gebiet vorsichtig. Warte mal, die Spitzhacke ist da auch bald durch. Geht noch. Also ein Schleifstein wäre auch nicht schlecht. So, jetzt will ich gucken, was ich hier aus dem Augenwinkel noch gesehen habe. Richtig unheimlich. Ich hab doch gesehen, dass hier einer hinter ist. Ich muss mir das in der Aufnahme. Ich hab doch genau gesehen, wie hier einer hinter ist. Ich guck dann selber mal nach, was das war in der Aufnahme. Mal auf den Lachs. Und. Ja. Du hast immer Hunger. Fressack. Der hat die Maßlosigkeit erfunden, bin ich mir sicher. Irgendwo hier am Rand waren die Felder. Ich laufe jetzt mal kurz hier lang. Und dann check mal wieder die Garagen. Ich meine, ich muss ja hier keinen Stress machen, aber ich möchte auch nicht wirklich 20 Folgen jetzt in der City hier rumhängen. Ich möchte schon ein bisschen was von der Karte sehen. Und ein bisschen meine Base langsam aufbauen. Ich könnte auch sagen, ganz große Schmerzgrenze. Wir lassen den Traktor hier stehen, nehmen den wichtigsten Loot mit und ziehen weiter. Wenn es mir doch zu lange irgendwann dauert. Aber das würde schon wehtun. Hier hatte ich jetzt geguckt, ne? Nee. Hä? Wir waren da irgendwo diese. Mal hier rein. Sind ja auch manchmal Batterien drin, ne? Also, die waren. Nee, die hatten irgendwie keine Ladung. Hallo? Die nehme ich mit. Einweghandschuhe. Warte mal.
Lass die mal noch an. Ich guck nachher mal, ob man wirklich da, was man da rauskriegt. Da müsste man doch Gummi rauskriegen. Hier für meinen Bruder, Baseballkappe. Beziehungsweise Basecap einfach. Oh! Wieder eine dicke Elfriede. Alter! Ist die ekelhaft! Na komm! Wir tanzen den ganzen Tag, wenn es sein muss. Oh, ja, den fetten Arsch. So. Wird heute wieder eine längere Aufnahme. Yoga Leggings, ja genau. Was ist das? Regenmantel. Da geht auch nochmal was rein. Wie sieht denn das jetzt aus? Das sollten die aber wirklich mal umsetzen. Soweit ich mitbekommen habe. Regenmantel, ja? Wenn man den schon hat und anzieht, sollten, wenn es regnet, die Klamotten unten runter, sag ich mal, bis hierher, nicht nass werden. Werden sie aber trotzdem. Und das ist richtig Müll. Da macht er ja in dem Sinne keinen Sinn. Vielleicht ist es jetzt drin. Also ich hatte das schon mal getestet. Weil das macht dich ja auch kühl und langsamer. Weil so richtig nasse Klamotten, ist klar, die sind richtig schwer. Nix. Ich nehme es jetzt mal mit. Ich nehme es jetzt mal mit. Im Endeffekt. Komm, bitte ein bisschen Glück. Das Wichtigste wäre eigentlich der Benzinkanister. So eine scheiß Batterie. Meine Güte, die finde ich auch mal hier in so einem Karton. So eine kleine. Da brauche ich nicht mal die, die große. So ein Scheiß. Wo waren hier die Dildos? Tja, da gibt's halt kein Essen, mein Dicker. Nee, wir haben genug. Kriegst nachher was aus dem Auto. Alles gut. Wir haben so viel gelootet schon. Was heißt hier jetzt, ne? Aber wir sind soweit eigentlich safe. Was Essen und Trinken angeht, auf jeden Fall. Trotzdem kann man nicht genug haben. Wie war das nochmal? Ich hab jetzt schon wieder eine Weile. Ja. Komm, willst du den gleich essen? Gib doch mal bitte Zucker wieder hoch. Da wird ihn ja irgendwann schlecht und schwindelig. Zuckerhaushalt nicht hoch genug ist. Hm. Bitte Spitzhacke in die Hand. Nee, nee, mit den Bildern das. Nee. Ja, hässlich. Ja, dicker Elfriede. Weil es so schön war. Na, siehst du? Aus Holz bist du. Holzkopf. Toll. Musst du ja den Zombie bekämpfen? Und dann ist ja nichts. Der muss doch irgendwas bewacht haben. Dachboden. Ach komm, ich guck. Du weißt ja nie, wo was warnt, in welchem Karton und... Das ist es ja. Ja, ja, könnte jetzt auch eine Waffe liegen, im schlimmsten Fall, im besten Fall. Du weißt es nicht. Ich sage immer, ich vergleiche es wirklich immer, es ist so ein bisschen... Long Dark mit Zombies. Ja, dieses... Die seltene Loot, dieses Gemütliche, dieses weite Wandern... Man könnte es ja auch nur im Schneebiom spielen, aber da fehlt noch ein bisschen auch so Schneesturm und so, aber hier waren wir schon, ne? Hm. Es soll wohl angeblich jetzt auch, Farming nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen dazukommen. Und zur Freude von vielen, man kann dann wohl auch Gras anbauen und den, vielleicht kann man sich da so einen Trade machen und dann ist man richtig lalala. Das müsste man dann mal kombinieren. Da säuft er erstmal hier einen Wodka und dann raucht er erstmal noch einen. Wie krass das dann ist. Irgendwann mach ich wieder eine Lololol-Folge. Oh, überall diese scheiß Elfriede. Oh, ist die ekelhaft. Geh weg. Oh.
Leg dich mal kurz hin. Ich blute. Ja, aber warten. C1. Wir warten mal, bis die rum ist. Soweit. Das ist ja auch so ein Psychobild. Gucken wir uns gleich mal an. Blute ich mal kurz aus mit dem Deckarm. Aus. Ach so, warte mal. Kalorien? Naja. Zucker, ne? Da müsstest. Na gut, es ist ein Schokoriegel, ja, davon ist klar. Die haben das schon so weit realistisch gemacht. Wenn du ein Schokoriegel isst, ja, da bist du nicht wirklich satt. Das hat zwar Kalorien, aber. Wieder schön unprofessionell den Kaffee ins Mikro, weil es mir scheißegal ist. Haha! Meine Fresse. Bald kommen wir Kaka. Ich kack dann hier auf die Elfriede. Wieder schön auf den Kopf kacken. Na gut, es geht. Es geht. Ich dachte schon, das ist ein Psychokind. Warte mal. Nee, hier ist nichts. Doch, 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 doch. Die richtigen Verbände zu finden wäre nice. Hier hatte ich? Nee. Was haben wir hier? Eine Schachtelnägel. Na, da fliegt das jetzt raus. Sehr gut. Spitzhacke ran. Köterthöhle. Was steht da? Best friends are never forgotten. Na dann. Ich bin mehr der Katzenfreund. Mit Hunden kann ich nicht viel anfangen. Ist hier was drin? Da ist sogar was drin. Die Chance haben sie auch total reduziert. Günther. Ist das deine komische Dreckshütte? Rucksack. Nö. Komm, hier gucken wir noch mal. Mann! Ich wär... Ich wäre ja bestimmt 20 Folgen oben an. Was habe ich denn sonst für Optionen? Warte mal. Ich will ja mal ein bisschen. Ich will nicht immer dieselbe Stadt jetzt sehen. Mann, warte mal. Ist das die große Werkstatt? Irgendwo war doch eine. Ja, hier. Jetzt. Jetzt. Ja, natürlich ist die fette Scheiß-Elfriede wieder da drin. Ekelhaft, die Alte. Ich mag dich nicht. Ach, das ist der. Das ist der Obdachlosen-Elfriede. Guck mal. Feuerschein. War kein Zombie. War einfach nur obdachlos. Hier. Schön atomverstrahlt. Nur ein Schuh an. Naja. Das war der einzige NPC, der kein Zombie war. War einfach nur eine obdachlose. Oh, bin ich böse. Oh, die wollte mich angreifen. Ich kann es bezeugen. In der Aufnahme. Hm. Jetzt komm ran. Komm mal hier. Boxhartlammern, nehme ich mit. Haben wir hier? Müll! Müll! Oh, siehst du? Überall gucken. Hier nehme ich jetzt mit. Seife. Zum Glück liegt sie nicht auf dem Boden, dass ich mich bücken muss. Das wäre ja gruselig. So. Lass mal schön kacken. Das müsste gehen, dass man hier drauf Kaka macht. Warte mal, jetzt kann man doch auf die Elfriede scheißen, oder? Komm her. Erzähl mal doch nicht. Ah! Ein paar Prozent noch. Wo war denn die große Werkstatt? Jetzt lass mich mal gucken. Ob ich die irgendwie erkenne. Polizei ist Müll. Das hier ist auch nochmal. Mir ist ziemlich heiß. Na meine Fresse, ist mir egal. Nee, das war keine Werkstatt. Wir gucken trotzdem mal kurz. Müll. Müll.
nicht reingucken. Hier liegt immer einer. Immer. Immer. Naja, komm ran. Oh, ekelhaft. Boah, ich mag die Elfriedes irgendwie überhaupt nicht in dem Spiel. Die sind so hässlich. Boah. Die tut nur so. Die tut nur so. Du stehst nicht nochmal auf. So. So. Und so. Und so. So. Komm, einmal noch. Und so. So. Jetzt. Nee, einmal noch. Tschüss. Tum-di-dup-di-dum. Nee, da guck ich jetzt nicht rein. Da war ich doch auch schon. So, das ist der Lullimanzai. Hier war irgendwo so eine große. Ich bin mir sicher. Das wird echt hart. Verstanden. Das wird echt hart. Seife. Tu ich mal hier mit hin. Handschuhe. Die sammle ich irgendwie. Ja. Richtig geil. Warte mal, wir hatten doch auch hier. Das kommt hier mit runter. Das kommt. Alter, jetzt. Tja, Airdrop. Wir warten Gewinn. Und jetzt kommt natürlich keiner. Ist klar. Gib schön deinen Müll her. Nimm das mal alles ein bisschen hier rüber. So. Machen wir so. So. Haben wir schon 3 Schlösser? Bei 5 Schlössern kann ich mir dann später mein Häuschen safen. Komm, ich will jetzt mal was anderes sehen. Trotzdem. Map. Ich werde jetzt. Wir haben ja noch Zeit. Eine größere Stadt gewesen. Ein bisschen größerer. Was ist denn das hier? Ich laufe jetzt einfach mal hier runter. Genau nach Süden. Ich will jetzt mal was anderes sehen. So, Taschen sind soweit leer. Ich würde den Regenmantel trotzdem ausziehen. Weil man kann ja hier auch so einen Kollaps kriegen. Also einen Hitzekollaps. Alter! Ich hab Verstauen gedrückt. Du Klapsmund. Regenmantel. Was weiß ich. Hä? Ja. Ist klar, gib schön deinen Müll her. So, Süden. Ach, nimm doch mal die Fäuste runter, du Agrovieh. Süden. Ich will jetzt echt mal was anderes hin. Machen wir wieder eine kleine Wanderung. Scheiße, theoretisch müsste ich aber, falls ein Airdrop kommt, einmal mitnehmen, ne? Nehmen wir den Vierer mit. Ich mach das mal hier. So. Und die alten Haarklammern nehmen wir mal mit. So. Das wollte ich machen. So, gib ruhig mal ein bisschen Fersengeld. Oh, Bonbon gucken. So schön, das nehmen 2. Komm.
Warum Vitamine? Nix. Was war denn das? War das ein Tier? Ein Bär oder so. Ganz leise. Das ist eine Wildsau. Da. Mit der sollten wir uns nicht anlegen. Nicht ohne Waffe. Oh, hätte ich jetzt ein Gewehr, könnte man schön jagen. Und man hätte richtig viel Fleisch, was man sich braten kann. Am Lagerfeuer. Selbst das, ich mache das immer so ganz simpel. Am Lagerfeuer das Fleisch. Du machst halt dein Feuer an. Und du musst da, so mache ich es zumindest. Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten. Und dann legst du das daneben, wie man es hier so mit Gegenständen macht. Was weiß ich, so hier, ne? Wenn jetzt das hier das Lagerfeuer ist, die Blume, dann guckst du so, legst das dann zum Beispiel hier hin. Und überprüfst das die ganze Zeit. Klickst drauf, überprüfen. Und dann steht auch da, es verbrennt oder es erwärmt sich. Also das ist so richtig nice. Und dann hörst du es auch braten. Du musst halt da so richtig den Abstand finden, dass das nicht verbrennt, aber dass es halt ohne Stroh bleibt. Das macht richtig Spaß. Wie gesagt, es kann so richtig chillig sein. Das macht es aber dann auch so immersiv, nennt man das. Ich mag das. Ich weiß halt bloß bis heute nicht, wie man diese Rezepte, die es da gibt hier. War das hier? Hier sowas. Wie das funktionieren soll, das weiß ich bis heute nicht. Hab ich noch nie ausprobiert. Weil ich eigentlich immer mich dann entweder hier aus der Natur ernährt habe. Oder jagen war oder das Zeug halt gefunden habe. Aber so diese großen Rezepte? Nö. Keine Zombies. Kann man mal Fersengeld geben. Oh, mal einen Schluck Kaffee im Moment. Kann ja weiterlaufen. Oh, ich liebe Kaffee. Vielleicht finden wir heute mal Erdbeeren. Das wäre. Dann ist der Tag gerettet. Können ja mal ein bisschen Augen aufmalen. Die fallen eigentlich auf, weil die haben so ein bisschen helleres Grün hier so dazwischen. Kann ja mal gucken. Wir ändern manchmal bei Updates die Spots, aber ein oder, also ein Spot gleich bei mir an meiner Base durch Zufall entdeckt, die ich später nehme. Der ist richtig geil. Warte mal, hier drin? Nee. Richtig guter Spot. Gleich vor der Haustür sozusagen. Durch Zufall mal gefunden. Ich höre eine Olle. Da. Komm, die lassen wir. Noch einer. Der hat mich mitgekriegt. Wo? Oh, natürlich. So eine dicke. Komm. Die kommt mir eh nicht hinterher. Auf die habe ich jetzt keinen Bock. Hat sie abgelassen? Nee. Noch nicht. Du kommst hier nicht hinterher, du fettes Schwein. Fettes Schwein. Ach komm, sag's einfach. Oh, die Pilze will ich aber. Hallo? Essen. Die will ich. Mach nicht Vitamin D hoch. Waren das die? Ich guck jetzt nochmal nach. Warte mal. Ah, das sieht man jetzt hier nicht. Aufnehmen. Boah, ist eine Pilzart mit stark psychedelischer Wirkung. Ob das im Spiel so drin ist? Wollen wir es mal testen? Das wäre natürlich krass.
Oh, ich wünsche mir hier viel mehr Pilze noch, viel mehr Sorten, viel mehr. Oh, da muss so viel noch rein, aber wir sind ja leider schon. Na, was heißt leider? Nee, ist schon gut, wenn das Spiel irgendwann fertig wird. Nicht wie bei 7 Days, was 20 Jahre in Entwicklung bleiben wird. Oder noch länger. Schlimm. Ich wünsche mir hier trotzdem noch so viel Zeug. Ich frage mich echt, ob die das in drei Updates alles machen wollen, was die noch vorhaben. Also, es ist mir komisch. Wir sind ja jetzt schon in der 07. Oder, es wird halt so nachgepatcht, dass sie sagen, das ist erstmal das Grundspiel, was wir dann haben wollten. Und der Rest wird nachgepatcht. Ist ja auch möglich. Aber 7 Days? Es würde mich ja theoretisch nicht stören, da das aber, sage ich mal, was ich gut finde. Du kannst ewig an einer Map spielen bei 7 Days to Die. Aber du bist gezwungen, jedes Mal komplett neu anzufangen. Bei einer neuen Alpha. Weil ja auch die Welt komplett anders generiert ist und neues Zeug drin ist und das geht so nicht. Das ist zu komplex dafür. Da ist ja alles ein Block. Der Boden, alles ist ja, wird als Block berechnet. Also von vornherein, es ist dort einfach nicht möglich. Das Schlimme ist, ich spiele es wirklich sehr gerne. Ich bin bei über 2000 Stunden Spielzeit. Ich glaube 2300 jetzt knapp. Aber es tut so weh. Jedes Mal seine Map zu löschen, um neu anzufangen. Ja, man möchte den neuen Content. Und es macht auch Spaß, mal wieder neu anzufangen. Aber ich würde theoretisch gerne auch mal eine Map mein Leben lang spielen. Weil man hat so viel Zeit reingesteckt. Man hat gelootet ohne Ende, hergestellt ohne Ende. Man hat seine Basis komplett umgebaut. Das frisst richtig Zeit. Und das ist so schlimm. Dann musst du das echt herzschmerzend. Es steckt ja auch Lebenszeit drin, ja? Viel. Und dann musst du das einfach löschen. Das tut weh. Ist immer noch. So, und jetzt ein Stück nach. Da ist es doch. Ist doch wieder so ein Militär. Och nö. Ich sag doch, die Menschheit hat nur eins im Kopf. Krieg. Das ist ja aktuell auch so. Irgendwelche Vollpfosten da oben nichts Besseres zu tun haben. Und er leidet darunter die Bevölkerung. Auch die Soldaten. Es will mit Sicherheit keiner kämpfen. Auch kein Soldat. Irgendwelche Vollpfosten oben entscheiden das. Und alle opfern sich auf. Es ist krank. Das regt mich wirklich auf. Das ist jetzt ernst. Da war ich aggro. Bei so viel Dummheit der Menschheit. Weil zwei Vollidioten da oben sich nicht leiden können. Beballern sich irgendwelche Steine und opfern sich. Sinnlos. Da war ich wirklich aggro bei dem Thema. Weil ich es nie verstanden habe. Nie. Das bleibt jetzt auch in der Aufnahme drin. Das ist meine Meinung. Das ist ein Zeichen dafür, wie hohl die Menschheit ist. Da ist nichts. Die haben nicht das Recht, ewig zu existieren. Das ist meine Meinung. Irgendwann sollte die Natur die komplett ausrotten. Weil sie es nicht gebacken kriegen. In keinster Weise. Ja, ist ja gar nichts. Und das bleibt jetzt in der Aufnahme drin. Weil das meine Meinung ist. Das sind bloß ein paar scheiß Türme, ne? Das musste jetzt auch mal wieder raus. Ja. Ja, ist hart. Wenn andere nicht den Arsch in der Hose haben, ich hab'n. Immer. Auch privat. Sogar auf Arbeit. Lass mal kurz wegen der Ausdauer. Auf die Hütte. Komm ran. Ja.
aus. Fahrrad! Nee, Elfriede, jetzt nicht. Ich will das Fahrrad. Glaub mir doch. Und es ist... Dann ist auch noch ein Frachtabwurf. Na, jetzt geht's los. Das ist die Belohnung für so viel Ehrlichkeit von OB. Alter. Das ist die Belohnung dafür. Dass OW einfach so ist, wie er ist und das auch nicht versteckt. So. Geil. Hä? Wie geht denn das? Ah. Nee. Hä? Hä? Warte mal. Ich muss mir das kurz mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gehabt. So. Jetzt gibt's da mal Gummi. Ah. Hä? Da gibt's aber kein Gas. Boah, Alter, das Rad. Nice. Aber wir haben ein Fahrrad. Ich muss das nachher mal probieren. Absteigen war F, ne? Ja, das hat man uns gemerkt. Das ist die Belohnung. Für so viel Ehrlichkeit. Und Emotionalität, die auch nicht gespielt war. So ist er halt. Ich höre doch schon wieder hin. Hallo? Alter! Ich wollte schon sagen, wo ist die hin? Kann ich das nicht mitnehmen? Hier, mitnehmen! Oh. Ja, ich sag doch, jetzt kommt die große Belohnung. Die Entwickler, die sind immer reingehackt und verändern dann das Spiel. Die sehen das alles live. Und die haben gedacht, Alter, das ist gut, das ist heftig. Der ist authentisch. Jetzt kriegt er seine Belohnungen. Hier Munition, hier ein Fahrrad. Komm, mein Guter. Pass auf, das geht jetzt los. Außerdem, hier ist ja auch gleich ein Bunker. Ich werde jetzt aber den Frachtabwurf erstmal holen. Was haben wir hier? Ein Schal. Ich würde mal mitnehmen. Ich sammle die Dinger immer. Ich nehme auch das mal mit. Ob das Auswirkungen auf die Tarnung bei Zombies hat. Kann man sich vor Zombies tarnen? Also macht das einen Unterschied? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Ah, hier können wir unseren Kopf rasieren. Moment. Ja, was macht denn eigentlich der Bart? Der wächst. Ne, den Bart lassen wir mal. Ich will mal gucken, wie lang der werden kann. Oh, die Haare. Ja, besser. Wir nehmen sie mal mit. Weil ich wäre jetzt da drinnen bestimmt. So, das Fahrrad bleibt doch jetzt hier gesaved, ne? Ja. So, der Frachtabwurf. Ja, das geht jetzt los hier. Frachtabwurf. Oh, Süden. Süden, wo ist Süden? Geht doch, nimm, jetzt bin ich aufgeregt. Nimm die Waffe weg. Süden. Süden ist da. Komm, ran hier. Wo ist der grüne Rauch? Ich sehe noch nicht. Warum? Wo ist denn der Frachtabwurf? Hier irgendwo muss er da sein. Hier. Ich sehe nicht. Ist der so klein? Nee, Quatsch. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt, weil ich will jetzt was Gutes finden. Süden? Ja. Irgendwo ist der grüne Rauch. Ja, du musst jetzt mal richtig joggen und schwitzen. Komm. Einmal hier. Oh. Lagen hier Minen? War das nicht irgendwie manchmal? Ich mach mal vorsichtig. Ich weiß es jetzt nicht mehr, ob mal sowas... Ich weiß, das kann man jetzt mit 7 Days verwechseln, aber ich dachte, hier war das auch mal so, oder? Nee. Komm, wir gucken hier auch. Das ist auch Militärloot. Wir gucken dann rein. Den werden wir ja kaum übersehen auf dem Rückweg. So, wo ist denn der grüne Rauch? Hallo. Moment. Jetzt nach Osten. Da irgendwo. Da! Da ist es.
So. Ich bin sehr hungrig, ja. Wehe, jetzt sind Zombies drin. Nö. Wir haben noch Zeit. Okay. Ene, mene, mu und raus bist du. Was weiß ich. Wir fangen jetzt einfach hier vorne an. Also. Moment. Herausnehmen. Und herausnehmen. Herstellen Dietrich. Und herstellen Dietrich. So, die nimmst du schon mal rein. Achso. Nein! Ich bin aber auch ein Stein. Ich bin einfach nur ein Stein. Da ist nichts. Mensch, ich hab die Haarklammer, das war dasselbe wie den Dietrich, Mann. Ich hab die Dings vergessen. Die Schraubendreher. Aber, Leute. Wir haben einen Arschretter. Leckt mich doch am Arsch. Wofür habe ich denn das Ding gefunden? Alles nicht schlimm. Oh weh, bester Mann. Mach jetzt auf die Scheiße. Gib mir geilen Loot. Pass auf, jetzt ist wieder so ein scheiß Claymore drin. Oder der Schlüpper von der Elfriede. Ich bin so gespannt. Komm. Warte, wir checken auch gleich mal. 81%, wie viel das dann abzieht. Nice. Nice, nice. Okay, die Folge ist ein bisschen länger. Einiges länger. Weil wir sind ja noch nicht fertig. Das heißt, ich laufe dann noch zurück zum Fahrrad, nehme den Bunker auf dem Weg mit. Guck zumindest nach. Und beim Fahrrad logge ich aus und das nächste Mal machen wir den großen Bunker. Dass man mal was anderes sieht. Ja, komm mal, Digga. Ja, das geht halt ein bisschen runter, guck. So, jetzt geht's los. Achtung, Weihnachten. Was haben wir denn hier? Isolierter Gummihandschuh. Nehme ich erstmal. Braucht man die? Improvisierte Werk brauche ich nicht. Kann man das verkaufen? Kann man verkaufen, ne? Kann ich nicht mitnehmen, ne? Kann ich wieder reintun, ne? Kann ich mal weitermachen, ne? Komm! Mach mal auf hier. Den komischen Gameboy. Wo bitte macht denn der gerade die Tür auf? An dem Rohr? An seinem Rohr? Ja, wir können schon einige öffnen. Ja, genau. Plan war, auf dem Rückweg der Bunker zum Fahrrad. Nächste Folge, der große Bunker. Oh, da bin ich aufgeregt. Ich glaube, da war ich noch nie drin. Ich kenne das nur von anderen, sage ich jetzt mal, Let's Playern oder was weiß ich. Zockern. Sag mal, Zocker. Let's Playen ist ja nur keine Kunst. Der eine macht es halt hier super mega auf der Basis von allen Richtlinien. Ja, bin ich schon dran. Das mache ich alles nicht. Ich bin OW, ich bin der Einmaligste und glaubwürdigste überhaupt. Mann. Ja, da habe ich das mal gesehen. Aber ich war selber noch nie in so einem Bunker. Noch nie. Da. Weihnachten und jetzt kommt Ostern. Wieder Durst und Hunger. Ja, das meine ich mit der Maus hier. Ja, da muss übelst die Maus hier rumruppen. So, komm ran. MRE-Paket. 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 Was zu trinken. Was zu trinken. Was zu trinken. Ich weiß, man kann das rüberklicken, aber das ist so ein geiles Gefühl, das einzeln zu nehmen. Brot. Beste. So. Ich kann die alle knacken, ne? Hier. Wir waren bei 73 oder 75, ne? Weiter geht's. Ja, wir werden nicht alles mitnehmen können, aber... Dann
fliegt halt so eine scheiß Dietrich und so eine Haarklammer raus. Ganz ehrlich. Die Zeit nehme ich mir. Du kriegst gleich ein schönes Happenbrot, mein Gott. Wir machen die noch auf. Ich muss übrigens mal gucken. Wir müssen mal Kaka und Lulu. Mit den roten Handschuhen. Das ist so meins. Das sieht gerade wirklich aus wie so ein Verbrechersimulator, oder? Das Brecheisen, die Handschuhe. Oder der Weihnachtsmann. So ein bisschen. Der Weihnachtsmann. Klaut. So, oh, jetzt. Geburtstag. Und... Alk ohne Ende. Oh, Bierle nehmen wir mit hier. Komm. Das muss jetzt sein. Was ist das? China-Bier? Macht das eigentlich einen Unterschied? Moment. Nö. Doch. Bisschen. Ein Bier nehmen wir mit. Ein Bier nehmen wir mit. Okay. Wir haben noch Zeit. Ja. Also, ich schätze jetzt mal, mit einer kompletten Brechstange auf 100% kriegt man zwei gesamte Loot-Drops auf, so wie ich das einschätze. So ungefähr. Aber echt, ne? Die eine Folge. Wie viel Pech muss man haben? Wo ich nur so eine scheiß, eine so eine scheiß Claymore da drin hatte. Und dann war ja mein Schraubendreher durch. Weil der ja sofort zerstört wird. Der wird von Xavier. Ne, von Jean. Die war das ja, ne? Die alles auflösen konnte von X-Men. Von der Jean wurde der komplett aufgelöst. Die ultimative Macht. Ja, das war's. Oh, ist das geil. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt hätten wir natürlich, wäre es geiler, hätten wir einen Rucksack. Aber ich lasse den doch hier nicht wegsparen. Den, Blutrop. So, schon wieder Weihnachten. Was ist los? Oh! Hab ich noch nie gewonnen. Scharfschütze. Alter, ich will. Ich hau das hier dann weg. Ich nehme das jetzt mit. Und das fliegt nachher hier weg. Scheiß drauf. Wir haben... Das nächste Mal müssen wir halt besser auf... Wird es dunkel? Müssen wir halt besser aufpassen. Dann nehme ich wirklich... Ein Brecheisen werden wir schon wieder mal finden. Ich nehme das jetzt mit. Ich habe es noch nie gefunden. Weil das wäre so geil zum Jagen auch. Scharfschützen. Genau, dann machen wir das noch. Und hier werden wir noch was essen. Nice. Nice, Baby. So, und schon wieder Ostern. Machen wir ran hier den Ei. Los, Robs auf. Sehr gut. Was ist das? Maus. Nein. Nein. Hab ich auch noch nie gefunden. Bester Mann. Jetzt kann man eine Nachtfolge machen. Wie geil ist das denn? Komm, das eine noch, dann ist das Ding.
Alter! Beste Folge. Das ist einfach die Belohnung für vorhin. Meine Güte. Und wir werden doch definitiv, also ich sag mal zu 70%, werden wir einen richtig großen Armee-Rucksack in dem ganz großen Bunker vorne finden, wo das Fahrrad steht. Bin ich mir sicher. Wir dürfen uns nur nicht drin verlaufen. Ja, die sind scheiße groß. Das ist Wahnsinn. Aber der Loot ist hart. Da drinnen. Richtig hart. Du gehst da voll ausgerüstet normalerweise raus. Munition und Heilung und Essen und Trinken und Verbände und alles. Nein, du verhungerst nicht. Du bekommst sofort was. Das ist der letzte Schrank. Den schaffst du und dann haben wir gewonnen. Ja, dann gehen wir nur noch vor zu dem Bunker und dort machen wir es uns gemütlich. Naja, werden bestimmt wieder Reparaturkits und sowas jetzt drin sein, oder? Oder? Nö. Nö. Gasmaske. Oh, geil. Guck mal, braucht man die? Gibt's irgendwie Bereiche, wo... Ich nehme die jetzt mit. Ey, cool, weil ich schwitze. Guck mal, beschlägt das innen. Ey, die haben wirklich an alles gedacht. So, pass auf. Das lassen wir jetzt hier. So. Ich würde sagen... Wir sind richtig gut. Warte mal. Das macht auch 1 Grad, ne? Nee, das geht nicht. Wisst ihr was? Die Unterhose und die Strümpfe kommen jetzt weg. So. Dem ist zu warm. Das ist einfach zu hart. Okay, wir lassen das mal auf, weil ich es gerne mitnehmen würde. Wo war jetzt der Bunker? Norden. Norden. Komm, ey, Bruder. Ah, das ist eine lange Folge. Aber nice, die hat sich richtig gelohnt. Guck mal, Fahrrad. Kompletter Loot, eine Waffe. Wir haben keine Essensprobleme, gar nicht mehr jetzt. Aber der Scheiß kann auch mal weg hier. Fallen lassen. Fallen lassen. Die Brille mag ich sowieso nicht so. Fallen lassen. Finden wir auch immer wieder. Fallen lassen. Komm, den Hut. Auch erstmal weg. So. So. Beste Folge. Boah, Alter. Nee, da ist es. Da wollen wir hin. Und dann kann er erstmal was essen hier, der Gute. Und mal Kaka und Pipi. Ja, sofort. Er war sehr fleißig heute. Oh, mal noch einen Schluck Kaffee. Der Kaffee ist nicht mehr heiß. Ich schlürfe trotzdem ins Mikro. Haha, weil es mir egal ist. Oh. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Das Kichern. Weil es muss es ja in jedem Spiel geben. Explodiert Zombies. Das ist ja auch das Normalste der Welt. In jedem Scheißspiel gibt es irgendwelche Sprengzombies oder Sprenggegner. Das kotzt mich auch so an, ganz ehrlich. Das ist so dämlich. Da ist er, oder? Nee. So? Ja, mach mal.
Und da gehe ich nächste Folge rein. In diesen großen, großen Bunker. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal. Ich hörte schon, ganz, ganz leise war es nochmal. Die werden wir noch oft genug begegnen. Ich bin froh, dass der so weit weg ist. Wir gehen mal hier rein. Tür zu. Tür zu. Nur zur Sicherheit. Machen mal eine schöne Wurst. Mitten hier hin. Komm. Richtig schön. Und pissen tut er auch gleich. Seidenbacher. So, wie geht denn die Nachtsicht? Da gucke ich dann mal nach für die nächste Folge. So, mein guter Moment. Ich wollte dich wenigstens gern mal irgendwo hinsetzen, wenn du schon was isst. Komm. Das Fahrrad ist safe, ja? Das haben wir uns gesaved? Egal. Komm, wir setzen uns hier auf die Treppe. Setzen. So, mein Guter. Essen. Wie viele Kalorien hatten da ein... Komm, essen. Machen wir mal dreimal. Komm, also einmal noch essen. Wasser ist noch safe. Da warte ich mal noch. So, und jetzt müssten die Kalorien eigentlich schön hochgehen, ja. Nochmal. Komm, komm. Eins noch. Komm, dann bist du erstmal wieder zufrieden. Oder komm, machen wir es komplett. Machen wir der Hälfte. Ich habe mich entschieden. So. Und jetzt, das heben wir uns auf. Also Brot ist richtig gut, ne? Ist ja logisch. Brot ist auch gut. Hat einiges an Kalorien. Durchschnitt. Ballaststoffe. Gehen die eigentlich jetzt mit hoch? Müssten ja eigentlich drin sein, oder? Na gut, wenn es kein Körnerbrot ist oder so, ist da jetzt nicht so. Das tickert schön hoch. Wie sieht's? Zucker müsste aber auch ein bisschen hochgehen bei der Verdauung, oder? Doch, hier ging hoch gerade. Komm. Was haben wir noch? Wir haben so viel gefunden. Ja, Rindereintopf, eine Einmannpackung. Was, noch 85 Kalorien? 95, willst du mich verarschen? Das ist ja nix. Okay. Auch mal eine essen? Oh, das ist so viel Fett, okay. Kohlenhydrat. Protein. Vitamin A, alle Vitamine fast. Alter, das ist doch richtiges Umbrella Corporation Essen. In einem Rindereintopf sind alle Vitamine. Ist klar. Da ist der halbe Chemie mit drin. Was sieht's denn aus? Oh, oh! Oh, das muss ich jetzt drin lassen. Oh, bitte. Ganz schöner Wind auch. Ja, dieses blaue Flimmern hier, das ist leider... Ich habe alles auf Maximum. Das war auch mit meinem alten Computer so. Das ist irgendein... Ich weiß es nicht. Am Bildschirm liegt es auch nicht. Der ist ja auch neu. Keine Ahnung. Gibt Schlimmeres. Ich gucke ja eh nicht so. Komm, Gewitter. Aber ja, ist, was das ist. Vielleicht finde ich es irgendwann mal noch raus. Wow, ist das eine lange Folge. 55 Minuten schon. Haben wir noch irgendwas?
Das Fahrrad ist safe. Das darf ich bloß nicht vergessen. Aber es nützt nichts. Das wird sonst zu lang. Ich muss jetzt hier auslocken. Aber wenn dann... Warte mal, locke ich hier drinnen aus. Hier riecht es nicht so sehr nach Kaka und Pipi, weil ich ja da drüben reingekackt habe. So. Gucken wir mal noch. Feuerzeug. Ich sag doch. Das ist die Belohnung für so viel Ehrlichkeit. Gut. Ich denke, das reicht. Tschüss.